Die Chemieingenieurausbildung hat an der Fachhochschule Darmstadt eine schon über 30-jährige Tradition. Chemieingenieure werden immer gebraucht. Und das kann man recht gut verstehen, wenn man nur bedenkt, dass in einem Umkreis von etwa 50 Kilometern einer der größten Chemiestandorte der Welt liegt. Die Ausbildung müssen wir von Jahr zu Jahr etwas den Bedingungen, den wechselnden Bedingungen der Industrie anpassen. Und so haben wir in den 90er Jahren auch eine Ausbildung in Biotechnologie aufgenommen. Dieser Studiengang wird besonders gerne nachgefragt. Nachteilig ist nur, dass unser unter Denkmalschutz stehendes Gebäude in seiner inneren Technik stark veraltet ist und dass wir da gewisse Probleme haben. Und umso mehr freuen wir uns, dass seit einigen Jahren Finanzmittel zur Verbesserung der Qualität von Forschung und Lehre gibt. Mit diesen Finanzmitteln können wir neue Geräte für die Praktika kaufen, können unsere Hörsäle und Seminarräume nachrüsten und insbesondere können wir erfahrene Studenten einstellen als Tutoren, damit sie ihre jüngeren Kommilitonen in den Praktika dann begleiten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Im zweiten Fachsemester arbeiten unsere Studierenden im analytischen Praktikum. Hier untersuchen sie Stoffe auf ihren Gehalt und lernen dabei eine ganze Reihe verschiedener Analysenmethoden kennen. Dank der Finanzmittel zur Förderung der Qualität der Lehre konnten wir unsere Analysengeräte zahlenmäßig ergänzen. Also wir haben hier eine neue Kjellal-Apparatur, wie sie heute auch in der Industrie verwendet wird. Und außerdem konnten wir Tutoren einstellen. Diese Tutoren betreuen die neuen Geräte, sie stellen sie den Studierenden vor und außerdem führen die Tutoren kleine Einführungsseminare durch, in denen sie den Studenten die Theorie zu den Praktikumsversuchen beibringen. Damit die Gleichung jetzt aufgeht, müssen wir die untere Gleichung mal 2 nehmen, weil das Zink 2 Elektronen abgibt und das Salpeter 2 Elektronen aufnimmt. So, nun könnt ihr die Lösung in die Küvetten füllen und die Küvetten anschließend in das Photometer stellen. Das Photometer ist eines der Geräte, die durch die QV-Mittel finanziert wurden. Hierbei werden Farbintensitäten gemessen und über die Farbintensität kann eine Aussage gemacht werden, wie groß der Gehalt in einer Probe ist. Und jetzt musst du hier noch den Probennamen eingeben. Und anschließend können wir die Messung starten. Die Anforderungen der chemischen Industrie an ihre zukünftigen Mitarbeiter steigen. Deshalb ist besonders wichtig, dass unsere Lehr- und Forschungslaboratorien auf dem neuesten Stand der Technik eingerichtet sind. Und genauso wichtig ist es, dass unsere Studierenden das, was sie bei uns lernen, später im Beruf auch direkt anwenden können. Dank der QV-Mittel konnten wir unsere Laboratorien entsprechend einrichten und Tutorien schaffen. Die Tutoren unterstützen unsere festangestellten Mitarbeiter auch sehr maßgeblich bei ihrer täglichen Arbeit.